Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Mafia. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, aber mein Mikrofon hat angefangen, ein wenig zu rauschen. Ich werde gucken, inwiefern ich da irgendwas machen kann. Ich weiß nicht, woran es liegt. Keine Ahnung, ob mein Mikrofon so langsam den Geist aufgibt. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben hier wieder die Mission, die mir am allermeisten Spaß macht von allen. Und zwar, wo wir hier diesen scheiß Truck folgen. Nun habe ich einen anderen Plan, pass mal auf. Und zwar wissen wir ja, dass er hier reinfährt. Und hier werde ich ihm quasi den Weg abschneiden. So. Hier steigen wir dann mal aus. Na, was denn los? Was soll das? Aufhören! Stopp ihn dir, wir brauchen die Papiere. Gib die Papiere her, dann passiert dir auch nichts. Was habe ich dir denn getan? Scheiße! Autsch! 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 Au, hör auf! Ja, Pauli, dann schieß ihn doch! Die hilft keiner. Was, die Polizei weiß Bescheid? Das ist natürlich schlecht. Obwohl ich hoffe, dass die Polizei hier nicht hinterkommt. Falsch gehofft. Fuck my life! So Leute, neuer Versuch, neuer Plan. Und zwar, wenn er da reinfährt, ist ja die Frage, wo kommt denn der wieder raus? Und ich denke halt, dass er auf der anderen Seite rauskommt. Nee, kommt er nicht. Das heißt, er wird hier vorne rauskommen. Nee, kommt er nicht. Irgendwo muss er doch wieder rauskommen. Wir fahren jetzt einfach mal den Weg hinterher. Ne? Damit wir den Weg hinterher fahren können, muss natürlich der Weg erstmal vorfahren. Mein Gott, Vorsicht! Fährst du ein Irrer? Aus dem Weg! Dead! Oder wir fangen hier vorne gleich ab. Die Sache ist halt, ich weiß nicht, ob wir den erschießen müssen. Aber wir haben ja auch einen Baseballschläger. Nur die Frage, wann er kommt. Ey, willst du mich rollen? Der ist immer noch da. Was, wenn wir den gleich hier abfangen? Glaub, jetzt fährt er los gleich. Sag mal, verarscht uns das Spiel? Wohin? Anhalten! Willst du mich verarschen? Na komm, Kackboy. Was? Ich bin immer noch der Meinung, wir sollten das so machen, wie wir es eben geplant hatten. Vorne in der kleinen Gasse einfach auflauern, einen überziehen und dann haben wir schon den Wagen.
Wir müssen ihn halt bloß wirklich eine überziehen. Gucken, ob ich hier irgendwelche Polizisten sehe, aber sieht nicht so aus. So. Sie haben mein Auto geklaut. Stopp ihn dir, wir brauchen die Papiere. Gib die Papiere her, dann passiert dir auch nichts. Was habe ich dir denn getan? Ich habe hier nichts. Ach, komm, das war wirklich nicht nötig. Doch, war's. Ich treffe Sam und warte dann auf dich. Viel Glück, Tom. Das war absolut notwendig. Und es war Notwehr. Zack. Auf jeder der Peter. Mann, ich hoffe, dass das mit dem Mikrofon rauschen, dass das... Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ich bin echt traurig. Das heißt wahrscheinlich für mich wieder echt viel Geld ausgeben für ein neues Mikrofon. Ich sehe das ja hier auf dem zweiten Bildschirm in der Soundfile. Das ist so ein richtig dicker Balkenrauschen und ich weiß nicht, woher das kommt. Ich werde nachher mal das Kabel überprüfen. Aber ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, jetzt ist hier ein Checkpoint. Was machst du da? Du musst erst ausladen, bevor du eine neue Ladung kriegst. Aha. Du darfst hier nicht rein. Was? Wir müssen erst ausladen. Schön, das hatte uns keiner gesagt. So. Dann machen wir das. Lass mich doch nicht verarschen hier. Also soll mal einer sagen, dass ich die Missionen hier nicht professionell mache? Wehe, das sagt einer. Stopp, kann ich bitte Ihre Papiere sehen? Ja, hier bitte. Ihre Papiere? Zeigen Sie mir Ihre Papiere. Du darfst hier nicht rein. Warum? Ey, jetzt sag bloß, ich hab die Papiere nicht mitgenommen. Alter. Das ist so eine Schiebe. Das läuft schon so wieder so, wie es nicht laufen soll. Fahren wir also nochmal zu der Leiche der Toten. Oh, guck mal, was denn da passiert? Da liegt ja einer. Ich als guter Bürger geh mal hin und frag, ob alles in Ordnung ist. Scheint alles in Ordnung zu sein. Der ist mit einem Glas Tomatensaft, ist er ausgekippt. Also ist er umgefallen. Ist er ausgekippt. Meine lieben Leute, er ist ausgekippt. Jetzt haben wir zumindest die Papiere. Ich versuche mal das so zusammenzuschneiden, dass das so aussieht, als ob ich das hier alles zu 100% akkurat... Keine Sorge, ich schneide das nicht irgendwie anders. Da soll jeder sehen, wie ich spiele. Das liegt da nicht an mir, das ist ein logischer Fehler in dem Spiel. Papiere gehören ins Auto, nicht an Mann. Vor allen Dingen nicht, wenn du aus dem Auto gezerrt wirst. So, raus aus dem Auto, das ist ein Überfall. Ja, kleinen Moment, es geht um dein Leben, steig aus oder ich erschieß dich. Moment, muss noch meine Papiere einpacken. Fuck off, Alter. Der Typ muss auch denken, Alter. Was will er denn hier laufend? Stopp.
Kann ich bitte Ihre Papiere sehen? Ja, hier. Gut, fahren Sie weiter. Ja, danke. Bin heute das erste Mal hier. Scorsese Importkisten. Ja, jetzt wäre natürlich auch important zu wissen, wo wir dann überhaupt hin müssen. Ah, hier sind wir. Ich glaube, das ist es. Da sind sie. Warte mal. Vielleicht, wenn ich rückwärts dran fahre. Wo willst du hin? Warum stehst du hier faul rum? Wir brauchen heute jede verfügbare Arbeitskraft. Bring diese Kisten runter in die Abfertigungshalle. Ich gehe mal aufs Klo und bis ich zurückkomme, hast du das erledigt. Aha. Kann ich nicht einfach den Vorarbeiter abschießen? Alter! Ich habe ein ganz komisches Gefühl. Vor allen Dingen halt, weil wir alle Kisten mitnehmen müssen. Dachte gerade, das wäre der Vorarbeiter da hinten. Ja, nimm halt! Er so, ja, cool, Kisten. Das sind so viele. Vielleicht können wir mit ihm quatschen. What the fuck? Das ist Spider-Man! Vielleicht, wenn wir so tun, als ob wir hier hinten was wegräumen, dann gibt's keinen Ärger. Bin ganz normaler Arbeiter, alles cool. Wo sollte ich nochmal hin mit den Kisten? Was machst du denn hier? Ich hab dir doch eine Aufgabe gegeben. Oh. Welche Aufgabe waren das denn? Ich überlege, ob wir den einfach mit einem Baseballschläger einen überziehen. Oh shit. Fuck. Leute, wie es hier weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge, hoffentlich ohne Grundrauschen. Ich werde das natürlich für euch ein bisschen rausfiltern. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.